Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Battle. Ja, wer den Kanal von der lieben Tamiko-chan, hallo? Hallo. Verfolgt, der weiß, dass wir vor geraumer Zeit mal gebattelt haben hier, wo ich ein bisschen kläglich versagt habe. Und daraufhin, ja, es war ein Tetris-Battle. Tetris Attack, aber es ist nicht das klassische Tetris, weil im klassischen Tetris bin ich ja eigentlich gut. Nee, aber in Tetris Attack konnte ich mal gar nichts. Wir hätten auch Tetris spielen können, du wolltest Tetris Attack. Genau, erstmal wollte ich dich wählen lassen, du hast mich abgezogen, es war halt deine Paradedisziplin und deswegen fordere ich dich jetzt heraus zu meiner angeblichen Paradedisziplin, auch wenn Spyro manchmal meint, das stimmt gar nicht, weil mir da mal ein Fehler passiert ist. Aber egal, ich bin guter Dinge, ja, dass ich jetzt hier die kleine Revanche für mich erfüllen kann. Mal gucken, ne? Sag mir, wenn ich auf Spielen klicken soll. Wir klicken einfach auf Spielen. Ich glaube, die Spielregeln muss man keinem Mensch hier erklären. Und ich bin am Zug. Los geht's. 4 Dinger hier irgendwie zusammenbekommen, egal ob waagrecht, senkrecht, diagonal. Das ist Ziel des Spiels. Ja, hast du es früher gern gespielt? Ja. Ich auch. Also, ich hatte von MB-Spiele diese große Slot-Maschine da, falls du die kennst. Das nee, ich hatte nur so ein kleines, wo man zusammenstecken musste. Okay, na, auch gut. Letztens habe ich so nach dem Spielzeuggeschäft und habe nach was für meine Kleine geguckt. Und warte mal, was mache ich denn jetzt? Ein bisschen denken muss man hier auch. Und da habe ich mal geguckt, ob es noch so ein klassisches 4-Gewinn gibt von MB-Spiele oder so. Habe ich geguckt und geguckt, einfach nichts gefunden. Und dann habe ich es aber gefunden, aber weißt du, wie das hieß? Das war so total elektronisch sah das aus und es heißt Connect 4. Da habe ich mir gedacht, oh Gott. Okay. Warum? Warum muss das so sein? Es war schon ein bisschen, naja. So. Okay. Ein bisschen überlegen hier. Okay. Gehen wir mal da rein. Ist natürlich auch was anderes, wenn man hier rumkommentiert, dann kann man auch schnell Leichtsinn machen. Ja, was bringt dir das jetzt? Ja. Du kannst doch keine Diagonale bauen, weil dir oben die Steine dazu fehlen. Ja, schauen wir mal, ne? Das hätte ja auch zu einfach sein können. Ja, yes. Ich falle auf ein paar Tricks rein, aber das geht gerade noch. Ja, wer Slayer vs. Spyro gesehen hat, die Show, der weiß, dass ich auch in dem Spiel richtig böse failen kann, rein theoretisch. Also da habe ich mir echt das Mundwerk ein bisschen zu voll genommen. Naja, ich werde auch dich nicht unterschätzen. Danke, dass du es mir jetzt so schön versaut hast. Ja. Das ist mir gerade noch so aufgefallen. So. Ich überlege gerade. Ah, ja, ich glaube. Ja. Okay. Glaubst du es? Du hast es. Scheiße. Ich hab nicht aufgepasst. Ja, es ist eine kleine Falle. Das ist eine kleine Falle, ja, aber du hast es. Okay, dieses Siegeshymne ist definitiv zu laut, tut mir leid. Ja, deswegen baue ich gerne Diagonale. Die können später theoretisch noch Sinn machen, aber wir machen gerne natürlich noch eine Runde hier. Ich habe ja, wie oft bei Tetris Attack verloren? 5, 6 Mal hintereinander. Ja, na gut, das eine Runde ging ja über 2 Spiele, genau. So, jetzt darfst du anfangen, mal gucken. Was das ändern wird. Ja, das war ein klassischer Fehler von dir. Ja, das war ein klassischer Fehler, das stimmt. Ja, aber es passiert jedem mal. Denn egal wie ich jetzt baue, du wirst die Runde gewinnen. Ich möchte noch einmal. Natürlich, wir machen noch ein paar hier. Wir haben noch Zeit. Das Video soll ja nicht so ultra kurz werden. Vielleicht kriegst du mich ja doch noch. Vielleicht, wenn ich wieder so einen Leichtsinnsfehler mache, wie damals bei Slayer. Nee. Den Slayer, den muss ich irgendwann nochmal herausfordern. Das kann ich nicht auf mich sitzen lassen. So. Glaubst du wirklich, ich würde jetzt diesen Fehler machen? Nee. Was mache ich jetzt? Ich könnte... Ja...
Okay, machen wir's so. Dann würde ich gerne... Was? Dann... Ja. Ich will die wenigstens einmal schlagen. Ja, es ist möglich, definitiv. Okay. Nimm ich mir den Platz hier, so. Mit dem gewinnst du nämlich immer und jetzt ist es weiter, so. Menno. Muss ich umdenken hier. Habe ich einen Plan B? Ich weiß noch nicht. Mal schauen. Wahrscheinlich schon. Ich habe das halt echt extrem oft gespielt, also klar, damals als Kind. Und später dann, da war ich ein bisschen, ich glaube, Matheunterricht war es immer, da war ich ein bisschen unterfordert. Und da habe ich mit meinem ebenso unterforderten Kollegen, haben wir dann immer vier gewinnt, aber in einer ganz extremen Art und Weise gespielt. Und jetzt muss ich mal überlegen hier. Machen wir das. Und wir haben dann zum Beispiel einen richtigen DIN A4-Block genommen. Da durfte man einfach in der Mitte ein X oder halt ein O ansetzen. Ja, das kenne ich auch, dieses Kreischen und Kästchen. Genau, aber wir haben nicht XXO damit gespielt, wir haben halt vier Gewinn gespielt, aber auf einer komplett weißen Fläche, ohne dass es die Schwerkraft zählt. Und das war so richtig hardcore. Also da muss man ja noch viel mehr aufpassen. Das ist so, oh. Da haben wir. Nee, wir haben es aber fünf gewinnt. Wir wollten es dann noch ein bisschen extremer, haben fünf Gewinn draus gemacht. Das ist echt, das müsst ihr mal probieren. Das ist echt ein Hardcore-Game, da fast noch schlimmer wie Schach. So, ich sollte jetzt nicht so viel quatschen, ich sollte mal was machen. Ja, du baust jetzt gerade nicht schlecht. Da muss ich aufpassen. So. Kleinen Moment, Malwarebytes kommt dazwischen. Ach ja. Die Klappe ist dabei. So. Immer in den ungünstigsten Momenten. Ja, wie immer halt, ne? Aber ich bin ja froh, dass es drauf ist. Okay. Eins geht noch, ja. Eins geht noch. Natürlich. Ja, aber so habe ich mich in unserer ersten Challenge gefühlt bei Tetris Attack. Das macht nichts. Ich habe gerade beschlossen, dass wir das nächste Mal Schiffe versenken spielen. Und da haben wir die gleichen Chancen. Genau, das ist ja ein reines Glücksspiel. Also da habe ich auch immer Bock drauf auf sowas. Könnten wir theoretisch nach der Runde noch machen. Oh, das wird eng. 10 Minuten hätten wir noch. Ah, Schiffe versenken geht eine Weile. Auch wenn es so ein Glücksspiel ist, ich denke da trotzdem gern nach. So... Wenn ich schon selber keine vier zusammenbekomme, werde ich alles tun, um zu verhindern, dass du vier zusammenbekommst. Ja, das Glocken ist natürlich auch... Auch eine Taktik, gute... ja. Ja, dann kann man ja ein Unentschieden heraus... Und es ist ganz legal. Natürlich. Unentschieden ist theoretisch auch möglich, wenn es richtig spannend wird. Und das könnte es werden, wenn ich nicht aufpasse... Wenn ich schon nicht gewinnen kann, werde ich es dir auf jeden Fall versauen. So. Richtig. Bei diesem Spiel geht diese Taktik schließlich. So, gut aufpassen. Und falls es dir ein Trost ist, du hast ja bei Tetris Attack auch einige Male in Manöver versaut. Ja, es war wenigstens einmal, sah es schön aus. Also, was ich da rüber geschickt habe, das war schon nicht schlecht teilweise. Aber es hat halt nie zum Sieg gereicht. So. Ich hab irgendwie Angst, was du da links baust. Ich konzentriere mich immer auf der rechten Seite weiter, beziehungsweise in der Mitte.
Ja, ich muss mal aufpassen, dass du nicht wieder diagonal irgendwas so. Ich gar nicht sehe. Ja, mach ich ja zu gerne, ne? So, da ist noch safe. Ja, gut, aber den Dreier hier, den gönne ich mir mal an der Stelle. Ja, ich werde jetzt bestimmt keinen draufsetzen, dass du dir die vierte Kugel reinhaust. Garantiert nicht! I know. So. Ja, das bringt mir gar nichts. Mist. Egal, komm, sieht schön aus. Ja, es sieht schön aus. Mehr ist es aber auch nicht, außer dass es schön aussieht. Schade. Wäre auch so einfach gewesen. Ein bisschen, ja, aber manchmal passe ich nicht auf. Es kann so schnell passieren. So, jetzt ist hier voll. Ja, das lassen wir dann mal. Sieht doch toll aus. Genau. Machen wir das. Ja, das ist jetzt knifflig, ne? Eigentlich kannst du nur noch eine an einer Stelle. Ich kann nur hier das setzen, ansonsten gewinnst ja. Du. Richtig. Na gut. Na toll, jetzt zwingst du mich dazu, dass du gewinnst. Ja, ich glaube, wenn ich mich nicht irre. Ja, gut, die Runden gehen eindeutig an dich. Aber auch hier gilt, das kann man üben und dann kommt man wieder rein und dann ist man wieder besser. Da gibt es auf jeden Fall eine Revanche. Aber genau. Heute räume ich das Feld und du bist der Sieger. Ja, steht es in unserem Gesamtbattle 1:1 ja. Und ich finde unser dritter Battle dann ein schönes Glücksspiel. Das ist ja mal schön, dann jo, weiß niemand, wer auch. Gewinnt. Das wird bestimmt lustig. Jo, Leute, dann würde ich sagen, bis dann, oder? Jupp, bis dann, ciao.